Wenn die Bremsleistung nach mehreren tausend Kilometern auf dem Tacho nachlässt, ist es meist Zeit, die Bremsbeläge zu wechseln. In diesem Video geht es um die Vorderradbremse. Als Demonstrationsfahrzeug dient wieder der Rex RS450, der rein technisch gesehen baugleich mit vielen anderen China-Viertaktrollern ist. Um an die vorderen Bremsklötze zu kommen, reicht es normalerweise, wenn man die Bremssattelschraube löst und den Bremssattel hochklappt. Bei diesem Roller klappt das nicht, weil man sonst das komplette Vorderrad ausbauen müsste. Also wird der komplette Bremssattelhalter ausgebaut. Vorher wird die Bremssattelschraube leicht angelöst, aber noch nicht komplett herausgedreht. Danach werden die Schrauben für den Bremssattelhalter gelöst und der Bremssattel wird einfach nach hinten herausgezogen. Jetzt wird die eben angelöste Schraube vollständig herausgedreht und der Bremssattel vom Bremssattelhalter abgezogen. Die alten Bremsklötze kann man jetzt einfach aus ihren Halteclips lösen. Da die neuen Bremsklötze dicker sind als die abgenutzten alten, muss der Bremskolben zurückgedrückt werden. Um den Kolben gleichmäßig zurückzudrücken, kann man beispielsweise den alten Bremsklotz verwenden. Dann vorsichtig den Kolben mit einer Zange zurückdrücken. Ist der Kolben zurückgedrückt, können die neuen Bremsklötze in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Bremssattel eingeklickt werden. Man sollte auch nochmal prüfen, ob beim Ausbau keine der Halteclips verloren gegangen sind. Der Bremssattel wird jetzt wieder auf den Bremssattelhalter geschoben und mit der Schraube fixiert. Bevor man den Bremssattel nun zurück auf die Bremsscheibe schiebt, drückt man die Bremsklötze ganz leicht mit einem Schraubenzieher etwas auseinander. Jetzt kann der Bremssattel montiert werden. Wenn er sich nicht sofort auf die Scheibe schieben lässt, einfach die Bremsklötze mit dem Schraubenzieher nochmal ganz leicht auseinanderdrücken. Spätestens dann sollte das Draufschieben klappen. Der Bremssattel wird nun wieder mit seinen drei Schrauben am Roller montiert. Da der Kolben zurückgedrückt wurde, muss unbedingt vor der ersten Fahrt durch kurzes Pumpen der Bremsdruck wieder aufgebaut werden, da man sonst ins Leere bremst. Hat man das alles geschafft, kann man die neuen Beläge einfahren und man hat für die nächsten paar tausend Kilometer wieder Ruhe.